So, schauen wir mal, was die Parks machen. Oh, wir brauchen wieder ein paar Zuwanderer. Zuwanderer. Das finde ich auch ganz witzig hier. Zuwanderer jetzt. Ich wag mich mal hier an die Strandpromenade. Promenade. Und zwar, wie werde ich das verwirklichen? Hier einmal eine Straße darunter. Einmal darunter. Ich mache mal nur dieses Gebiet hier. Das wird das erste kleine Gebiet. Oh ja, ich war ja auf der Suche nach einem... Oh Gott, ich komme immer so durcheinander. So, Bürger. Hier. Amanda. Nein. Hier, du da. Tony Phillips. Du wirst zu... DK. Hier an der Uni. Wie heißt... Wie nennt man eigentlich die Uni? Das ist... Das ist die, Lena. Ist das eine technische Universität oder eine wirtschaftliche Universität oder eine philosophische die Medizinische Universität Lena. Also die MUL. Die MUL. Lena Beach. Okay, weiter geht's nicht. Lena B. Ja, wisst, was gemeint ist. Die MULP. An der MULP. Kann man Station benennen? Hoppala. U-Bahn-Station, das ist die MUL MULP MULB MULP. Dann kann man hier auch das Gebiet benennen. Und zwar, was gehört denn hier alles zum Gebiet? Gehört schon das hier alles dazu. Univiertel. Das ist nicht... Oh, Washingtonplatz. Nett. Klingt auf jeden Fall imposant. Das ist aber das MULB Viertel. MULB Viertel. Geil. Wer denkt sich diese Sachen nur immer aus? Wahnsinn. So, aber jetzt wollen wir mal mit der Straße hier weitermachen. Die wird jetzt ein bisschen tricky. So, gebogene Straße. Und zwar einmal hier. Ist zu weit. Vielleicht ein bisschen so. Ich versuche ungefähr immer den gleichen Abstand zum Strand zu halten. Ungefähr natürlich nur. Doch schon mal schöne Straße, oder? So, wenn wir die ganzen... Ah, kacke. So. Jetzt sieht man die ganzen Kästchen drumherum nicht. Das ist doch eine ansehbare Strandstraße. Ich weiß es nicht. Wenn man dann hier reinzoomt, dann... Boah, das sieht doch geil aus. Müsst ihr doch sagen, das sieht geil aus. So, mit Blick auf die Großstadt... Wenn ich das so mache, dann kann man besser umhergehen. Mit Blick auf die Großstadt, durch die Palmen durch. Und den Blick aufs Meer. So, von hier. Kriegen wir einen besseren Punkt. Machen wir mal. Ist doch geil. So, so, jetzt raus hier. So, was haben wir da?
Da haben wir genau den Zen-Garten drumherum gemacht. Passt schon, passt schon, passt schon. Dann machen wir halt hier noch eine Straße, die sich hierhin verirrt. Das war's erstmal, oder? So. Wasser. Wasser ist ganz wichtig, meine Freunde. So. Die Straße wird erstmal komplett gedeckt mit Wasser. So, zurück. Ist angeschlossen, oder? Ja. Und die Straße natürlich auch. So. Jetzt will ich nochmal gucken. So. Wenn man jetzt hier diese Straße entlang fährt. Schon geile Straße. Dann kommt man hier an den Strand. Zack! Riesenstrand. Schade, dass es nicht irgendwie so Strand. Oh nein, wir verlieren Leute. Ah! So. Wie machen wir das jetzt? Ein bisschen Strom muss natürlich auch sein. So. So, da ist der Strom schon mal in diese Ecke und dann baue ich mal hier an der Ecke. Und zwar zuallererst einmal die Müllabdeckung. So, wenn ich das hier hinbaue, nee, wenn ich das dahin baue, ob dann der Strand drunter leidet. Ich baue mal hier hin. Komm. Führt nichts dran vorbei. Ja, stimmt, wir haben ja ziemlich wenig. Hier reicht, glaube ich, ein kleines Krankenhaus. Einmal hier. Dann direkt gegenüber davon das Krematorium. Das erspart natürlich. Oh ja, stimmt, der Strom ist da auch noch hin. Kriege ich hin. Pause. Pausiere das Spiel. Eine kleine Polizeiwache. Genau hier hin, damit sie extra gute Sicht auf den Strand haben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Machen wir die Polizei besser hier hin, haben sie immer noch gute Sicht auf den Strand, aber. Ah ne, es ist die Feuerwehrwache. Sollte ich vielleicht. Wieso ist es schwarz? Ah, jetzt ist es. Da. So. Wieder pausieren. Dasselbe genau auf die andere Seite. Polizei. Mache ich dann wirklich hierhin? Hierhin, oder? Komm. Dahin. Ich muss da überall hin. Oh, die beste Schule der ganzen Stadt kommt natürlich hierhin. Mit Meeresüberblick. So. Bushaltestelle werde ich dann nachher mich drum kümmern. Das alles brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen erstmal Strom zu den ganzen Gebäuden. Und zwar würde ich die gerne. Mache ich dahin. Dann hierhin. Und da kommen die Gebäude hingebaut. Das kommt nach dahin. Dann sind die alle verbunden. Und. So. Hier. Nicht dicht besiedelt. So, wie mache ich das jetzt am besten hier? Am besten so wahrscheinlich. Bis nach da. Zack, das alles. Und das alles. Die hier nicht. Und das alles. Wie gesagt, die hier nicht. Werden leichte Häuser. Go! So. Mal sehen, wann die ersten Palmen. Ah, da verschwinden die ersten Palmen, da auch. Oh. Wir haben unseren Strand. Und während hier der Strand gedeiht, ich pausiere mal das hier. Mach den mal aus hier. Dann braucht ihr auch keinen Strom. Ja, ja, heult erstmal. So. Was machen wir hier? Wir benennen noch mal ein paar. Und zwar
gehe ich random hier rein. Mach auf Pause. Hier an der Bushaltestelle wartet der Earl Brown, der sich komischerweise umtaufen ließ in Marvin Heald. Umtaufen, umbenennen, umtaufen. Und Marvin Heald. Komm in der Stadt. Und dann direkt daneben nicht die Heather, auch nicht die Elizabeth, Olivia, nur Damen hier. Tony Lee, du bist jetzt Oscar. Peng. So einfach bekommt man einen Oscar. Ja, ich habe einen Oscar. Nicht witzig, nein. Schade. Boom, es geht freudig weiter. Ole Krämer. Willkommen in der Stadt. So. Wen haben wir hier? Oh. Wir haben mal wieder hohen Besuch in Lena Beach. Ich lass mal weiterlaufen. Und dann reinzoomen und Pause. Tyler Morgan, du wohnst wo? Perfekt. Tyler Morgan, du bist Sauron the best. Herzlich willkommen zurück in der Stadt, Sauron, auch wenn es ein anderer Sauron ist. Wie viele Saurons gibt es eigentlich? So rein theoretisch von der Mehr-Universen-Theorie. Wie viele Sauron gibt's und wie viele davon leben noch, beziehungsweise haben noch einen Körper? Fragen über Fragen. Wahnsinn. Wie viele von diesen Saurons haben einen Ring geschmiedet, beziehungsweise... Ich weiß die genaue Anzahl nicht. 8 mindestens, plus 3 für die Elben, plus noch ein paar für die Zwerge. Also 7 Menschen, 3 Elben, ein Sauron und Zwerge, habe ich vergessen wie viel. Aber kann natürlich auch wieder komplett falsch sein. Wieso verliert ihr Menschen? Sterben die alle oder was? Ja, okay, ja, wir haben sehr viele Senioren, sehr wenige Kinder. Macht mal Kinder hier, das ist, kann doch nicht, ne, produzieren und so. Ah, schön. Die Hickory Residence. Schöne Doppelhaushälfte, Hälften. Hier die Parkresidenz. Die Seeresidenz am Meer. Alle wunderschön. Wieso haben die einen Sandkasten? Wieso haben die einen Sandkasten? Einen Sandkasten, wenn 5 Schritte weiter. 5. Also nicht wirklich 5, aber. Auch ein Sandkasten. Die haben wenigstens eine Wippe dazu. Es ist halt ein kleiner Spielplatz. Da können halt dann die Kleinkinder dann alle gleichzeitig hier spielen und müssen nicht weg von der Elternsicht dahinter. Okay, vielleicht ist das auch der Grund. Wie diesen Sandkasten. Aber die Sonnen liegen hier. Ich weiß nicht. Sobald der erste hier im Pool. Oh, ein Grill. Oh, hat das Haus auch, oder? Ja, Grill. Oh, da kommt was Großes. Da kommt was Großes. Okay, vielleicht doch nicht. Ich hab's zu früh gepriesen. Ich hab das Gefühl, ich hab's zu früh gepriesen. Aber unsere Einwohnerzahl nimmt zu. Was ist das? Ha! Pff! Edelvilla Deluxe mit Brunnen. Ich glaub's nicht. Mit Brunnen. Boah. Holy. Also hier. Trotzdem mit Schaukel, aber hier wohnen noch keine Kinder. Kann mir noch keiner erzählen. Da kommen die neuen 2 Doppelhaushälften mit Grill hinten. Sehen alles ziemlich ein bisschen ähnlich. Vielleicht kommt hier was Neues. Ne, das scheint wieder sowas zu sein, oder? Das ist die Doppelhaushälfte. Sieht jedenfalls danach aus hier. Hier Hecken. Ach, ist doch idyllisch hier. Ist doch wunderschön ist das hier. Ha! Schön, 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 schön. Schön ist das hier.
Aber wir brauchen keine Einwohner mehr anscheinend, sondern wir brauchen ein bisschen Gewerbegebiet. Aber dann, das mache ich ungern immer. Irgendwann wollen sie kein Gewerbegebiet. Könnt ihr euch mal hier ansiedeln, bitte? Damit die Schule auch Strom bekommt? Ich würde nämlich gerne... Universität, nein. Die ist ausgenutzt und... Da brauchen wir halt noch ein paar, ne? Wenn ich diese Schule aufmache, dann wäre es halt richtig. Aber wir brauchen hier halt die Stromzufuhr. Ich will keine Stromlinien in Front... in Front. Huch. Oh, der kriegt keinen Strom. Verdammt. Pause. Strom. Da geht das Strom nach da und... hier hin. Ja, ja, dich habe ich fast ganz vergessen. Die Feuerwache hier hinten. Wo willst denn du hin? Fichtenresidenz. Oh. Na, schauen wir dir doch mal zu, oder? Ist doch sicher interessant. Huch. Nein? Okay. Ah, so leicht bergig auch hier am Rand. Ich finde es echt schön hier. Ja? So. Okay, macht keinen Unterschied. Da hinten beklagt sich jemand. Und hier kommen wir langsam in die Gesellschaft rein. Hier sind schon ein paar Häuser. Schönes. Oh, und da das Meer. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Okay. Er ist geparkt. Ach ja, genau. Das ist geschlossen. Deswegen. Ach. Sieht man von hier hinten gar nicht, dass da hinten kleine Häuser sind, ne? Was geringer Bodenrichtwert. Du kannst mich mal. Bodenrichtwert. Bam. Und tschüss. Geringer Bodenrichtwert. Ich glaube, es hackt. Der Hackepeter hackt. So, hier noch ein Gebiet, das wir entlassen können. Auch das hier bitte. Alles hier. Weg. 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 Und nein, wir brauchen hier. Dichte Gewerbegebiet. Oh ja, dünn besiedeltes Gewerbegebiet mache ich mal hier so ein bisschen hin. Damit hier die Leute auch einkaufen gehen können. Falls sie wollen. Komm, mach mal das Ganze hier. Strom dürfte ja. Ich weiß nicht, ob der Strom richtig ist, aber werden wir dann sehen. Ha, fortlaufend kommen hier neue Gebäude hin. Sind sich alle ziemlich ähnlich. Und ja, endlich haben sie auf der Seite angefangen zu bauen. Nice. Sehr nice. Hinten mit Schaukel, vorne mit Sonnenschirm. Vielleicht sollte ich mir... Es gibt eine Mod, da kann man dann auch hier diese... Ah nee, das ist ja sogar normale Straße. Wo gab's Gehwege? Gehwege gab's hier, genau. Hier, Gehwege. Diese Gehwege kann man auch bauen. Pflasterweg. Kann man hier zum Beispiel hier runter an den Strand führen. Dann ist hier ein kleiner Gehweg für die Leute, dass sie auch an den Strand gehen können. Und da gibt es halt eine Mod, da kann man auch Häuser dran bauen lassen. Da fahren dann keine Autos außer Polizei. Aber es ist halt dann... Keine Ahnung, dann hätte man halt hier Häuser an den Stränden, ohne dass es halt wirklich bescheuert aussieht. Aber ich mache jetzt erstmal so ein paar Gehwege, wenn da der Platz drin reicht. Mache ich so ein paar Gehwege an den Strand. Sieht das doch auch ein bisschen kuschelig aus, ne? So. Nein, das würde das Ganze hier weg.